Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Don't Starve, der zweite Anlauf. Ich bin der Conny von Nerd Derby und ja, nachdem ich im ersten Teil gestorben bin, im ersten Anlauf, machen wir direkt weiter. Ich habe ja zwei Sachen gelernt im ersten Teil. Erstens, nie zu spät das Lagerfeuer errichten und zweitens, immer genug zu essen dabei haben. Weil sonst ist man ratzfatz tot. Und deswegen beginne ich jetzt also neu mit Wilson wieder. Ich glaube, ich habe den zweiten Charakter schon freigeschaltet, aber ich bleibe erstmal beim Standard 0815. Denn dann sind wir ungefähr alle auf Augenhöhe. So, am Anfang geht es wieder darum, so viele Ressourcen wie möglich einzusammeln. Daran hat sich nicht so viel geändert. Ich werde übrigens versuchen, dieses Mal irgendwie möglichst schnell noch einen Touchstone zu finden, damit ich mich wiederbeleben kann, für den Fall, dass ich wirklich sterbe. So, ich habe das Spiel inzwischen übrigens auch fernab dieses Let's Plays nochmal auf dem Laptop weitergespielt, beziehungsweise neu angefangen, weil ich jetzt auch zwei Tage weg war und dementsprechend ein bisschen Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Und es macht immer noch Spaß. Auch wenn ich gestorben bin, ja. Sehr peinlich am vierten Tag oder was? Nee, fünfter Tag, ne? Vier Tage und noch einen halben oder so habe ich überlebt. Auch Holz ist erstmal wichtig, damit wir auch ein Lagerfeuer machen können, gleich die erste Nacht. So, auch Berries nehmen wir mit. Die können wir dann ganz geschmeidig rösten. Über dem Lagerfeuer. Muss mal gucken, ob es hier auch Marshmallows mal geben wird. Im Laufe meiner Anwesenheit auf dieser schönen kleinen Weltkarte. So, Setzlinge nehmen wir auch mit. Cut Grass, Twigs, okay. Die Twigs brauchen wir auf jeden Fall. Oh, ich war in Nürnberg und schon fange ich wieder das Fränkische an. Brauchen wir auf jeden Fall. So. Ach, hier ist doch einiges. Vielleicht werde ich auch in der ersten Nacht gleich hier bleiben. Mal gucken. Ja, geht noch. Ja, ich habe euch ja gewarnt. Erster Versuch war relativ ins Blaue hinein. Und ist auch glamourös gescheitert gleich. Aber nachdem das ja doch auch ein bisschen Rocky-like ist, so im weitesten Sinne, mit Trial and Error, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich hätte vielleicht gar nicht erwähnen sollen, dass ich es nochmal weitergespielt habe, das Spiel auf einem anderen Rechner. Vielleicht erwartet ihr jetzt viel zu viel von mir, viel zu viele Fachkenntnisse. Die habe ich nach wie vor nicht. So viel kann ich vielleicht noch loswerden. Außer eben, wie schon gesagt, aber das habt ihr ja selber mitbekommen, immer genügend dabei haben. Notfalls ein Lagerfeuer einfach errichten und genügend Fallen aufstellen, genügend Sträuche mit Beeren irgendwie abgrasen und die Beeren mitnehmen und überm Lagerfeuer dann schön zubereiten. So, ich gehe vielleicht noch ein bisschen Gras mitnehmen. Ich bräuchte noch ein bisschen Flint. Ein Feuerstein, dann kann ich hier vielleicht direkt das erste Goldstück mir holen. Ein Goldnugget. Ist ja immer wichtig. Nicht nur für diese Wissenschaftsmaschine, die Science Machine, sondern auch für später. Viele Gegenstände, auch die gibt hier dann diese, wo ist es denn, diese Edelaxt. Ich sehe sie gerade nicht. Ach, da muss ich dann am Science-Tisch stehen. Die benötigt auf jeden Fall auch Gold. Oh. Gras haben wir genug. Und Wilson erinnert mich daran, Junge, mach dein Feuer. Und dieses Mal werde ich nicht denselben Fehler wieder machen. Hier wird das Campfire errichtet. So. Und gleich befeuert.
Und auch hier, wie schon gesagt, Essen gleich mal zubereiten. Der Magen hat sich etwas geleert. Aber das ist schon mal die halbe Miete. Mal sehen, wie weit ich jetzt in diesem zweiten Anlauf komme. Auf der anderen Geschichte war ich irgendwie am 15. Tag und da haben mich schön zwei Hunde zerfleischt. Und da konnte ich mich auch nicht dagegen wehren. Ich werde auf jeden Fall nochmal das Wiki lesen, wenn ich mal so weit sein sollte wieder. Dann kann ich mir da vielleicht ein paar Tipps holen. So. Da liegt doch einiges. Oh, wie spät haben wir es? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Können wir nochmal hier herumgucken. Ach hier, guckt. Das ist so ein Touchstone. Der ist aktiviert. Für den Fall, dass ich jetzt sterben sollte, werde ich erstmal hier wiederbelebt werden. Das ist doch nicht schlecht. Quasi sowas wie eine Second Chance in dem Spiel. Ist übrigens neu, soviel ich weiß. Es gab vor kurzem so ein Update, ein Adventure Mode oder so. Und da wurde dieser Touchstone mit eingeführt. Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten, wiederbelebt zu werden. Man kann ein Amulett mit sich führen oder so eine Vogelscheuche aufstellen, die die Form von dem Kollegen hier hat. Wilson nämlich. So, ich habe ja gesagt, nicht zu spät abziehen. Ich denke jetzt aber, dass wir noch vor Anbruch der absoluten Dunkelheit hier ankommen werden. Jo, das ist auch der Fall. Und sicherheitshalber gleich mal wieder ein bisschen nachlegen. So, wir essen nochmal die Karotte und kochen als nächstes mal die Beeren. So. Übrigens, was ich auch gelernt habe, was ich auch noch nicht wusste, es gibt hier immer oben neben der Anzeige der aktuellen Stunde und der Welt hier ein kleines Mondsymbol. Im Moment ist Neumond. Und jeden Tag geht das natürlich weiter und irgendwann ist dann Vollmond. Und wenn Vollmond ist und ihr seid in der Nähe von Schweinen, dann verwandeln die sich in Wehrschweine. Also wie Wehrwölfe, nur Schweine, ihr versteht. So. Den blauen Pilz nehme ich mit, aber bloß nicht essen, weil sonst verlieren wir ein bisschen mehr den Verstand. Und das muss ja nicht sein. Erstmal hier ganz entspannt die Nacht überstehen. Vielleicht noch die Seeds kochen. Als gekocht einfach nicht nur besser schmeckt, sondern auch besser heilt. Und den Hunger eben besser hinhält. So. Gleich dürfte auch der erste Tag zu Ende sein. Erfolgreich, hoffe ich doch mal. So, ein bisschen wieder weg von der Dunkelheit, sonst verlieren wir hier den Verstand. Boah, 189, das geht noch. Na komm. Tag 2 kann von mir aus anbrechen. Ich möchte weiter, ich möchte weiter. Geht gleich los, hoffe ich doch mal stark. Mal gucken, was ich schon hab. Okay. Kann ich Fallen bauen? Jupp. Eine. Zwei. Machen wir noch eine dritte. Okay. Drei Fallen. Und jetzt erstmal erkunden und weiter offen. Wohin führt denn dieser Weg? Ich nehme erstmal hier ein paar Beeren mit. Der Hunger kommt bestimmt. Mir fehlen zwei Flint für die Spitzhacke. Aber gut. Wir kommen schon noch früh genug an Stein und an Gold. Erstmal dafür sorgen, dass wir hier nicht verhungern. Die ersten Tage ist das verdammt wichtig. Ah, seht ihr, da unten ist schon Flint. Hier nämlich. Oh, und da ist auch Flint. Eine Blume hilft auch gegen Sanity, also gegen den Verlust der Sanity, des Verstandes. Grass, nehmen wir alles mit. Alles, was schnell geht. Flint geht immer, denn die Werkzeuge sind ja auch nicht ewig haltbar.
So. Danach dürften wir erstmal genug Holz haben. Dann kümmere ich mich um andere Ressourcen. Ja, erstmal jetzt die Spitzhacke. Und die auch gleich mal nehmen. Und unser Glück versuchen. Yep, Goldnugget. Aber ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Und aus diesem Grunde werde ich erstmal die Fallen hier setzen. Damit die schönen Häschen sich auch darin verfangen und dann habe ich natürlich hungertechnisch auch weniger Probleme. Mit so ein paar leckeren Hasen, da lebt sie es schon ganz gut, glaube ich. Jedenfalls habe ich auch genug Platz jetzt im Inventar für das Goldstück. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier flöten gegangen. Nein, alles noch da. Ein paar Steine habe ich hier noch mit eingesammelt. Ich werde jetzt natürlich auch in der Nähe bleiben hier, damit ich die Fallen danach einsammeln kann. Und daher wird erstmal hier noch ein bisschen geackert und Holz eingesammelt. Auch jetzt im zweiten Anlauf wird eine Folge ungefähr eine knappe halbe Stunde dauern. 3 volle Tage werde ich immer spielen. Und dann auch wieder fortsetzen. Oh, neue Axt, schon die dritte, die ich brauche. Die Vögel sind auch immer da. Ach, hier kann man ja wirklich... Das ist ja genüsslich, was man hier alles findet. Ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich beim anderen Spiel war, also beim anderen Spielstand, dass im Laufe der Zeit immer weniger Ressourcen verfügbar werden. Ich meine, klar, man grast ja immer mehr ab und so, aber man erkundet ja auch mehr. Also, dass man dann vielleicht irgendwie die Verteilung der Lebensmittel einfach ein bisschen einschränkt, damit man selber gefordert ist, irgendwelche Gegner zu töten, zu jagen und so weiter, könnte ich mir gut vorstellen. Gleich bricht wieder die Dämmerung übrigens an. Dann mache ich wieder ein Lagerfeuer auf. Hab gesehen, die eine Falle hat schon zugeschnappt hier. Da bewegt sich doch was. Oh, ein Hase. Oh. Wir machen wieder ein Lagerfeuer und zwar ungefähr. Da. So. Da wird das hier gleich mal gegessen. Und die essen wir auch. Und wir haben natürlich auch die Zeit, noch die zweite Falle hier zu checken. Um auch dieses nette Geschöpf zu töten. Übrigens, jetzt könnte ich es noch freilassen. Das habe ich auch schon getestet, weil das Inventar voll war. Aber das macht natürlich nicht so viel Sinn. Es tut mir wirklich leid, also... Ich habe mich dafür schon entschuldigt, dass da der ein oder andere Tierschütze sagen wird, du hast doch einen Schuss weg. Nimm doch lieber Karotten. Aber ich kann da noch unterscheiden. Ich würde das nicht... Wobei... Wenn ich wirklich Hunger hätte in der Wildnis und ums Überleben kämpfen würde, ich glaube, dann wäre es auch nicht mehr so weit mit meiner Tierfreundlichkeit. Hier ist nochmal Gold. Das ist gut. So. Vielleicht sogar so gut, dass ich hier bleibe und meine Science Machine gleich mal hierhin bauen werde. So. Irgendeine Falle nochmal zugeschnappt? Nee. Ein bisschen Zeit hätte ich noch. Vielleicht können wir hier noch schnell die Berries hier mitnehmen. Und noch etwas Holz einsammeln. Ist da irgendwas verbrannt hier in der Nähe von meinem? Nee. Ich hatte irgendwie jetzt auf dem Kopfhörer das Gefühl, dass sich da irgendwas vielleicht entflammte. Aber es kann sie auch täuschen. Kann mich auch täuschen. Ich kann mich auch täuschen. Ah, Leute.
Bin eigentlich viel zu müde, um zu spielen, aber egal. Die Sucht der Videospiele. Ihr kennt das. So, jetzt aber mal schnell, Kollege Wilson. So. Oh, hier in der Nähe des Lagerfeuers, da können wir auch noch ein bisschen abgrasen. Beziehungsweise abholzen. Bis die tiefe Nacht zu Ende ist. Ja, soll ich hier schon meine Science Machine bauen? Jupp, mach ich. Merke ich mir einfach als Ort. Und dann passt das schon. So, als nächstes. Kurz überlegen. Die Schaufel ist nicht schlecht. Der Hammer benötigt noch Seile und so weiter. Okay, nee, der nächste wichtige Schritt ist ja die Bewaffnung. Also erstmal ein Seil. Ein Rope. Und Essen vor allem. Heieiei. Ich darf den Hunger hier nicht aus dem Auge verlieren. So, können wir dieses Rope mitnehmen. Und jetzt ist der Speer fertig. Den benötigen wir im Idealfall erstmal nicht, aber für den Fall, dass es zum Kampf kommt, sollte ich gewappnet sein. So, die Fallen sind hier noch aufgestellt, keine zappelt, dann komme ich später wieder. Wir bewegen uns mal so nordöstlich auf der Map. Hier ist ein großer Baum. Wir haben zwar schon... Ja, knapp 40 Loks, also... Gut, wir machen daraus ja später noch Bretter. Kann man eigentlich nie genug haben. Blumen pflücken erhöht übrigens hier den Verstand, wie ihr sehen könnt. Wir sind wieder auf 200. Wir wollen ja nicht, dass uns irgendwann die Dunkelheit so viel Angst einjagt. Was ist das denn hier? Evil Flower? Ah, hier drüben ist irgendein Gegner. Keine Ahnung, ob ich dem schon begegnen kann mit dem Speer und ohne Rüstung. Ich glaube nicht. Also, können sicherlich, aber ob das erfolgreich sein wird, das wage ich zu bezweifeln. So, was haben wir hier? Noch ein Setzling. Ich natürlich todesmutig bewege mich trotzdem Richtung Süden hier. Oha, die sehen aber nicht freundlich aus. Nee, nee. Vor allem sind es mehrere und, ich hatte auch im Wiki gelesen am Anfang, wenn es geht, mehreren Gegnern immer erstmal ausweichen. Axt ist schon wieder kaputt. Verflixte Axt. Okay. Kein Platz mehr im Inventar, oder wie? Kann ich denn schon Bretter machen? Ah, ich muss erst an die Science Machine. Da kann ich dann Prototypen bauen und erst danach steht mir das zur Verfügung. Aber gut, dann lasse ich erstmal das Holz hier Holz sein und bewege mich noch weiter hier, wie eigentlich auch vorgehabt. Das ist mir fast schon ein bisschen zu weit weg. Ich muss ja bis zum Abend wieder zurückkommen. Och ja, gut. Wenn es hier Steine gibt. Goldnuggets nehme ich immer mit. Keine dabei. Aber Flint. Flint übrigens ist mir auch aufgefallen, sau wichtig, weil man ja immer wieder Werkzeuge neu bauen muss. Goldnugget. Und aus den Rocks kann man dann später auch Steine bauen und so weiter. Ach, es ist schon ein tolles Spiel. Ich muss mir dann irgendwann nochmal Rezepte angucken und so. Was war das denn? Na gut. Ich habe erstmal keine Angst. Goldnugget, sehr gut. Ich baue mir dann vielleicht auch als nächstes mal eine Truhe an meiner Stelle, die ich dort habe. Wobei, das ist eigentlich keine dauerhafte Stelle. Ich benötige eigentlich ein Lager in der Nähe von so einer Büffelherde zum Beispiel. Denn nur mit Dünger komme ich weiter. Na, Mist. Wir essen mal hier die Berries auf.
So, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Dämmerung. Ihr seht auch, dass der Tag jetzt ein bisschen länger geworden ist hier. Ja? Flint, Flint, Steine, 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 Steine. Hier noch weiter erstmal, oder? Habe ich genug Essen für die nächste Nacht? Notfall. Na doch, hier habe ich noch die beiden Kaninchen. Und ich hoffe mal, dass die Fallen voll sein werden, wenn ich zurückkehre. Hä, ist schon wieder kaputt? Das gibt's doch nicht. Also dann mal schnell. Der letzte und dann geht's wieder zurück zum Übergangscamp. Ich bin ein Wilson, holt mich hier raus. Dann nähern wir uns ja schon wieder dem ersten Teil des zweiten Anlaufs von diesem schönen Spiel Don't Starve. Oh, ich laufe hier den falschen Bogen. Ah ja, ich habe gelernt, ich lasse jetzt alles hier liegen. Denn, ich will nicht schon wieder hier irgendwie sterben. Weil die Dunkelheit einbricht, hereinbricht und ich dann quasi... Wo ist es denn? Ja doch, hier in der Nähe. Wir sind schon quasi da. Ja, da zappeln auch die Fallen. Und Feuer machen wir. Soll ich schon... Ne, mache ich noch nicht. Ich mache erstmal normales Campfire. Der Rest kann warten erstmal. Wobei, so ganz stimmt es nicht. Wo ist die Truhe, Freunde der Nacht? Schaufel machen wir später. Nee. Ihr seht, ich muss mich noch mal ein bisschen durchs Menü wursteln, weil... Verdammt, wo ist die Truhe? Das Backpack. Scheiße. Ach, Kinder. Ich finde die Truhe gerade nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Chest. Ah, ich muss erst Bretter machen. Seht ihr? So wird ein Schuh draus. Oh, schnell hier. Da haben wir wieder ein Hasenmäher. Also ihr merkt schon, wenn ich weniger rede, bin ich konzentrierter. Das ist gerade auch tatsächlich der Fall. Oh weh, okay. Feuer ist hier übergegangen, weil ich dann doch zu viel eingeheizt habe. Aber ich nutze mal die Gelegenheit. Oh. Asche haben wir hier, okay. Gut, wir nehmen hier die Asche mal mit. Muss ich nur mal im Wiki nachgucken, was ich mit der Asche wieder machen kann. So, was wollte ich denn jetzt? Achso, Boards brauchen wir noch. So. Wo war's denn jetzt, Mensch? Ich merk mir das auch wirklich nie, ne? Ich merk's mir einfach nie. Da, hier? Cutstone? Nee. Da? War's hier irgendwo? War's hier? Oder da? Backpack? Sag mal, wieso habe ich mir das nicht gemerkt? Oh, jetzt wird's langweilig hinten raus hier im Let's Play. Oh. Ich hab's mir echt nicht gemerkt einfach. Hammer brauchen wir nicht. Okay. Ich guck mal nach, wo der Hammer ist. Und danke euch schon mal fürs Zugucken. Das waren die ersten drei Tage im zweiten Anlauf.
bei Don't Starve und jetzt regnet's, na bitte. Mein Name ist Conny von Nerd Derby, ich danke euch fürs Zugucken. Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert oder uns bei Facebook liked. Und bis zum nächsten Mal dann.